Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, Frau Fitz, ich möchte dazu noch mal nachhaken, weil der Kanzleramtsminister Braun hat ja vergangene Woche noch gesagt, es könne sogar so weit kommen, dass Ungeimpfte in den Lockdown müssen. Nun sagt der Außenminister gar keine Maßnahmen mehr ab Juli, wenn alle ein Impfangebot haben. Das hat man ja den Eindruck, das ist Hü und Hott. Wie kommt es zu solchen unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der Regierung dann? Was will die Bundesregierung tun für Meinungsfreiheit im Netz? Nichts. Was weiß die Bundesregierung über die Quoten von islamistischen Gefährdern und von rechtsextremen Gefährdern? Wahrscheinlich viel, und sie wird es hoffentlich auch erzählen. Sie hat es heute nur nicht parat. Ist nicht ihre Schuld. Was hat die Bundesregierung zu sagen dazu, dass in Großbritannien ganz erstaunliche Daten über die Delta-Variante bekannt geworden sind, dass nämlich Gott sei Dank nur ein Bruchteil der mit Delta Infizierten stirbt im Vergleich zu anderen Varianten. All das und anderes habe ich heute hier am Schiffbauer Damm auf der Bundespressekonferenz gefragt. Die wird ja jetzt nicht mehr live übertragen, und darum habe ich heute zur journalistischen Notwehr gegriffen, weil ich sie, und das darf man, mit dem Handy gefilmt habe. Da war ich ganz baff, weil es gibt ja einen jungen Kollegen, der hier sonst immer filmt, der war heute auch nicht da. Und beim letzten Mal war das, glaube ich, die einzige Möglichkeit überhaupt im Internet, die ganze Bundespressekonferenz anzusehen. Und nun, diesmal ist es so, dass, wenn ich die nicht ganz aufgenommen hätte, wenn es niemand anderer ins Internet stellt, die gar nicht öffentlich geworden wäre, was ich sehr, sehr schade finde. Aber YouTube zensiert ja, und ich wurde ja widerrechtlich hier zensiert. 2 Wochen wurde mein Kanal zensiert, Sie wissen das. Danach hieß es ja, sorry, war eigentlich nicht zulässig. Und ich will das nicht unterstützen, und ich bitte auch Sie, unterstützen Sie das nicht. Und drum hier nur dieser kurze Ansager. Wenn Sie jetzt sehen wollen, wie es heute auf der Bundespressekonferenz war, wenn Sie die möglicherweise einzige Aufzeichnung sehen wollen, dann tun Sie das auf zensurfreien Kanälen, die ich unten verlinke. Ich weiß, es ist umständlich. Ich weiß, es ist nicht so bequem wie hier. Aber wie anders können Sie noch so eine einfache Möglichkeit bekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen Zensur, um etwas für die Meinungsfreiheit zu tun? Es kostet Sie nur einen Mausklick. Und wenn Sie noch mehr tun wollen, machen Sie noch mehr Mausklicke, machen Sie ein Like hier und schreiben Sie noch einen Kommentar. Das treibt alles die Algorithmen in die Höhe, mit denen offenbar versucht wird, hier diesen kritischen Kanal nach unten zu gehen. Unterstützen Sie den Kanal, schauen Sie auf meine Seite und lassen Sie sich nicht unterkriegen in diesen schwierigen Zeiten. Alles Gute, ciao, und was ich vergessen habe und was im Backstage ist, das dann alles auf den anderen Kanälen bzw. auf dem Partisanenweg, wie ich das ja immer nenne, denn ich lade jeden ein, dieses andere Video hochzuladen und auf YouTube auch zu verbreiten, einfach als Zeichen gegen die Zensur. Ich verzichte auf sämtliche Urheberrechte. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.